Octocrylene, Benzoate, Phenylbenzimidazole, Linalool. Hui, ganz schön viel Chemie. Warum du selbstverständlich als umweltbewusster Schnorchler und Naturfreund keine Sonnenschutzcremes verwenden solltest, wenn du ins Wasser gehst und welche Alternative ich dafür benutze, das erfährst du in diesem Video. Hi, liebe Freunde des gepflegten Schnorchelns und willkommen auf Mit Neugier unterwegs, der Naturkanal, der sich auch ausgiebig mit dem Thema Schnorcheln auseinandersetzt. Heute gibt es mal ein Thema, was Schnorcheln und Umweltbewusstsein so ein bisschen verbindet. Wie ihr alle wisst, ist Sonnenschutz natürlich sehr, sehr wichtig. Wer möchte schon Sonnenbrand riskieren? Deswegen tragen wir auch normalerweise Sonnenschutzmittel auf. Das ist auch ganz gut so. Sonnenschutzmittel ist schon eine feine Sache. Ja, ich hasse auch Sonnenbrand, deswegen benutze ich das auch sehr gerne. Zum Schnorcheln oder generell zum Schwimmen oder irgendwas nehme ich das aber nie. Ja, denn die Liste der Chemikalien, die ist wirklich sehr, sehr lang. Da ist auch sehr viel dabei, was sehr schädlich ist für sensible Ökosysteme, wie zum Beispiel tropische Meere oder auch den See einfach zu Hause. Und deswegen sollte man das Ganze natürlich im Wasser nicht verwenden. Als naturinteressierter Schnorchler weißt du natürlich, dass zum Beispiel tropische Meere mit Korallen sehr stark gefährdet sind zurzeit aufgrund des Klimawandels. So, wenn jetzt natürlich auch jeder Schnorchler ankommt und da seine Chemiekeule mit ins Wasser bringt, weil er sich so ein bisschen gegen die Sonne schützen möchte, dann kann das natürlich für die Korallen nicht gerade wirklich gut sein. Ja, ich hoffe natürlich ganz stark, dass du weißt, dass Korallen keine Pflanzen sind, sondern Tiere, was natürlich völlig unwichtig ist. Ja, denn egal ob Pflanze oder Tier, alles befindet sich natürlich letztendlich in einem Lebenskreislauf, in einem Nahrungskreislauf und das ist natürlich ganz wichtig, auch für uns letztendlich als Schnorchler. Ja, denn wir möchten natürlich auch in einem sauberen Gewässer unterwegs sein, beziehungsweise ist ja das, was wir sehen möchten, das möchten wir natürlich auch möglichst gesund sehen. Denn mal ein Beispiel. Ich hoffe ja, du hast mein Highlight-Video gesehen, also mein vermeintliches Highlight-Video vom Anfang des Jahres. Da war ich am Kulkwitzer See bei Leipzig und bin da auf wirklich sehr, sehr viele Silberkarpfen getroffen. So, der Silberkarpfen ist ein Fisch, der filtriert. Das heißt, er nimmt mini kleines Plankton auf, also kleine Krebstiere. Das ist Zooplankton, nennt man das Ganze. Das ist so klein, also weniger als 0,1 Millimeter. Das heißt, der nimmt das mit dem Wasser zusammen auf. Das Wasser wird durch die Kiemen wieder rausgespült. Das Plankton bleibt einfach hängen. Was natürlich aber auch hängen bleibt, ist mit dem Plankton zusammen die Chemiekeule. Ja, und auch natürlich ernährt sich ja das Zooplankton in gewisser Weise von irgendwelchen kleinsten Stoffen. Und dadurch nimmt man natürlich auch als winzig kleines Zooplankton Chemie auf. Das heißt letztendlich, fressen, egal welche Tiere es sind, Giftstoffe. So, dass das natürlich nicht gut ist, das versteht sich wahrscheinlich von allein. Ich hoffe auch, dass spätestens ab diesem Video, wenn du Schnorchler bist oder Schwimmer bist oder einfach nur mal ins Wasser gehst, dass du natürlich diese Chemiekeule zu Hause lässt. So, jetzt muss man sich aber natürlich noch irgendwie gegen die Sonne schützen. Wer möchte schon schnorcheln gehen und hinterher einen verbrutzelten Rücken haben? Tja, das will natürlich keiner haben. Deswegen habe ich mal meine Alternative hier. Und das sind solche Schwimmshirts. Ja, die haben sogar einen Lichtschutzfaktor von 50. Also das ist schon ordentlich. Ich habe damit auch noch nie einen Sonnenbrand bekommen. Und deswegen kann ich die auch uneingeschränkt empfehlen. Ja, klar ist das jetzt natürlich ein bisschen doof, wenn wir im Wasser mehr anziehen als fast am Land. Aber irgendwie müssen wir natürlich der Sonne irgendwas entgegensetzen. Es gibt es natürlich auch Sonnencremes oder Sonnenschutzmittel, die angeblich umweltfreundlich sein sollen. Dass man aber solchen Werbeversprechen nicht unbedingt trauen sollte, das kennst du vielleicht schon aus vielen, vielen anderen Produkten. Deswegen auch da nochmal mein Appell, trau auch diesen Geschichten nicht. Wenn du an Land unterwegs bist, kannst du Sonnencreme auftragen, das mache ich auch. Sobald du ins Wasser gehst, lass es sein, ja, dann zieh lieber so ein Shirt an. So, dann schreib mir mal in die Kommentare rein, ob du auch schon längst so ein Shirt trägst oder ob du vielleicht noch eine ganz andere Alternative hast. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich kenne diese Shirts, ich habe mich dran gewöhnt und mag sie wirklich sehr gerne. Oder interessiert dich dieses Thema eigentlich gar nicht? Gehst du einfach so ins Wasser, wie du Bock hast und dir ist die Chemie vollkommen egal? Schreib das mal gerne unten rein. Mir persönlich ist die Umwelt sehr wichtig, denn ich möchte ja unter Wasser auch Umwelt und Natur erleben. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, diese zu schützen. Jetzt weißt du Bescheid, schnapp dir eine Maske, zieh so ein Shirt an und sei auch das nächste Mal mit Neugier unterwegs. Mach's gut!